Fußball-EM 2024, hier gibt's Public Viewing in Düsseldorf. Die Fußball-EM 2024 startet bald. Viele Düsseldorfer Kneipen übertragen alle Spiele des großen Fußballspektakels. Eine Public Viewing-Übersicht, die Europameisterschaft 2024 in Deutschland steht unmittelbar bevor, viele Kneipen und Bars in der Düsseldorfer Altstadt übertragen die Spiele live. Hier gibt es einige Tipps zum Public Viewing der Spiele bei der EM 2024. Das nächste große Fußballereignis steht wortwörtlich vor der Tür, schon bald startet die Fußball-EM mit dem ersten Spiel am Freitag, 14. Juni. Düsseldorf ist Austragungsort von 5 Spielen. Wer kein Ticket mehr ergattern konnte, kann das Gemeinschaftsgefühl in der Düsseldorfer Altstadt miterleben. Dort bieten viele lokale Public Viewing an. Wir haben eine Liste zusammengestellt, die zeigt, wo die Höhen und Tiefen des Turniers gemeinsam in der Altstadt ausgestanden werden können, und das nicht nur bei Spielen mit deutscher Beteiligung. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. UEFA Euro 2024 Fanzonen, Rheinufer, Burgplatz, Schauspielhaus. Düsseldorf ist einer von 10 Austragungsorten der Fußball-EM 2024. Deshalb gibt es in der Landeshauptstadt die UEFA 2024 Euro Fanzonen. Die 3 errichteten Fanzonen werden während der Europameisterschaft 2024 die Top-Adressen zum gemeinsamen Fußballgucken in Düsseldorf sein. Rund um die 3 Wahrzeichen Rheinufer, Burgplatz und Schauspielhaus werden die öffentlichen Plätze in riesige Public-Viewing-Bereiche verwandelt. Mit Blick auf den Rhein und nach Oberkassel werden am Rheinufer alle EM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft und sämtliche in Düsseldorf stattfindenden EM-Spiele übertragen. Das Schauspielhaus wird nicht nur Public-Viewing-Stätte für alle Spiele der EM, sondern wird auch Kulturstätte für weitere Veranstaltungen rund um das Thema Fußball. An der Fanzone des Burgplatzes werden alle Spiele des Turniers übertragen. Fanzone Burgplatz, Burgplatz, 40213 Düsseldorf. Fanzone Schauspielhaus, Gustav Gründgens Platz, 40211 Düsseldorf. Die NRZ Düsseldorf bei WhatsApp, hier kostenlos den Kanal abonnieren. Public Viewing in der Ratinger Straße Düsseldorf, von Retemateng bis Omejub. In der Ratinger Straße in der Düsseldorfer Altstadt reihen sich Kneipen und Brauhäuser dicht aneinander. Ein Plätzchen zum Schauen findet man auf der beliebten Ratinger Straße in folgenden Lokalen. Im Schlösserquartier werden die Spiele übertragen. Alle Spiele des Turniers werden auch in der Brauerei Fischen gezeigt. Sowohl im Innen- und Außenbereich können Fans auf den Bildschirmen die Übertragung des gesamten Turniers verfolgen. Auf Nachfrage unserer NRZ-Redaktion verrät uns der Gastwirt, dass auch im Omejub auf der Ratinger Straße alle Spiele live übertragen werden. Das Retemateng hat Kultstatus. Dort werden normalerweise Fortuna-Spiele gezeigt. Für die EM macht die Eckkneipe keine Ausnahme und zeigt die Spiele der Fußball-EM. Schlösserquartier, Ratinger Straße 25, 40213 Düsseldorf. Brauerei Fischen, Ratinger Straße 28, 40213 Düsseldorf. Omejub, Ratinger Straße 19, 40213 Düsseldorf. Retemateng, Ratinger Straße 43, 40213 Düsseldorf. Irischer Flair während der Fußball-EM 2024, Pubs in der Düsseldorfer Altstadt. Die Pubszene in Düsseldorf kann sich sehen lassen. In der Altstadt sind vor allem die irischen Pubs gut und in Vielzahl vertreten. Im Sutton's Irish Pub werden alle Spiele im Innenbereich des Pubs übertragen. Wie die Besitzerin unserer Reporterin erzählt hat, dekoriert sie schon fleißig für das Fußballspektakel. Auch das O'Reilly's und der Irish Pub bei Fatty zeigen EM-Übertragungen. Bei uns ist jeder willkommen, erzählt Matthias Jack lachend vom McLaughlin's in der Kurze Straße. Im McLaughlin's rechnen sie vor allem mit einem Andrang von Engländern und Schotten, die, selbst wenn sie keine Karten haben, ins Gastgeberland reisen, um ihr Team zu unterstützen. In der irischen Kneipe werden daher alle Spiele übertragen. Reservierungen werden nicht entgegengenommen. Aber, wir haben Platz genug, bei 3 riesengroßen Leinwänden und 6 Fernsehern findet jeder einen Platz zum Gucken, berichtet Jack. O'Reilly's Irish Pub, Mutter E Straße 1, 40213 Düsseldorf. Sutton's Irish Pub, Hunsrückenstraße 5, 40213 Düsseldorf. Irish Pub bei Fatih, Hunsrückenstraße 13, 40213 Düsseldorf.
McLaughlins, Kurze Straße 11, 40213 Düsseldorf. Public Viewing Düsseldorf, Rudelgucken in der Bolkerstraße zur EM 2024. Die Bolkerstraße ist bekannt als längste Theke der Welt für beliebte Bars, gute Atmosphäre, ausgehend das pulsierende Leben. Sollte man Lust auf eine intensive Stimmungserfahrung bekommen, ist man in diesem Hotspot richtig. Entlang der kopfsteingepflasterten Straße finden sich klassische Brauereien und Kneipen, in denen man die Höhepunkte der EM-Spiele zusammen feiern kann. Weißer Bär, Bolkerstraße 50, 40213 Düsseldorf. Im Goldenen Kessel, Bolkerstraße 44, 40213 Düsseldorf. Zum Schlüssel, Bolkerstraße 41 bis 47, 40213 Düsseldorf. Der Spiegel, Bolkerstraße 22, 40213 Düsseldorf. Kneipenklassiker übertragen Fußball-EM 2024 in Düsseldorf. Im Uhrrege werden im Innenhof alle Spiele übertragen, die auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt werden. Dafür sollten die Leute gute Laune und Durst mitbringen, erzählt uns Stefan Lange. Am besten reserviert man bei uns. Das geht am besten telefonisch, verrät uns die Barfrau als Tipp für die nächsten Fußballwochen. Die Boston Bar, in der man ab und an auch das Tanzbein schwingen kann, ist eigentlich eine Sportsbar. Daher werden an dieser Adresse auch alle Spiele der EM übertragen. Aufgrund der Größe der Bar werden die Kapazitäten begrenzt sein. Daher gilt das Prinzip First Come First Serve. Uhrrege, Bergerstraße 1, 40213 Düsseldorf. Kürzer, Kurze Straße 20, 40213 Düsseldorf. Peters Treff, Mertensgasse 6, 40213 Düsseldorf. Boston Bar, Hunsrückenstraße 20, 40213 Düsseldorf. EM Public Viewing am Düsseldorfer Rheinufer in den Kasematten. An dem sonst auch beliebten Hotspot unweit des Rheinufers kann man sich ebenfalls zum Fußballgucken einfinden. Aufgrund der allgemeinen Popularität der Kasematten sollte man an Spieltage rechtzeitig erscheinen, wenn man noch einen Platz ergattern möchte. Alle Turnierspiele werden auf insgesamt 8 Leinwänden übertragen. Kasematten, Untere Rheinwerft, Rheinuferpromenade, 40213 Düsseldorf. Auftakt ist das Spiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni, das um 21 Uhr seinen Startschuss hat. Aufgehübschte Stadien, feuchtfröhliches Gedränge beim Public Viewing. Viele Hunderttausende werden zur Fußball-EM anreisen, wollen essen und trinken, im richtigen Trikot erscheinen und irgendwann auch mal schlafen. Da muss doch bei Hotels, Gastronomen, dem Einzelhandel und den Sportartikelherstellern ordentlich was hängen bleiben. Tut es auch. Laut Timo Zimmermann, Professor für Sportmanagement bei der International School of Management, allen voran bei Adidas, Nike und Puma. Die Teams ausstatten und darüber natürlich dann den ganzen Bereich Merchandise auch an die Fans bringen. Wenn wir uns mal das aktuelle DFB-Trikot ansehen, das ja zeitweise ausverkauft war, das liegt mittlerweile bei 100 Euro. Das Geschäft mit Trikots und Merchandising-Artikeln wie EM-Fußbällen gilt als Milliardenbusiness. Wie viel ein Event wie die Fußball-EM konkret in die Kassen der Sportmarken spült, ist unklar. Genauso sieht's bei den Einnahmen von Gastronomen, Hoteliers und dem Einzelhandel aus. An einen kurzfristigen Schub glauben viele. Bier, Snacks, Grillgut, das werde zum Fußball-Event mehr gekauft als sonst. Auch neue Fernseher hätten Konjunktur. Der Handelsverband HDE erwartet, dass die Europameisterschaft dem Einzelhandel einen Extraumsatz von 3,8 Milliarden Euro in die Kassen spült. Andere glauben nicht an eine Sonderkonjunktur durch das Sportevent, sondern teils an eine Verdrängung. Wenn Fußballbegeisterte eine Stadt bevölkern, bleiben vielleicht die üblichen Städtereisenden weg. Außerdem gibt Andreas Pohlmann vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft zu bedenken: Der Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Das, was eine Familie ausgibt an Tickets für den Besuch eines Spiels, kann sie nicht mehr fürs Kino ausgeben oder für andere Freizeitaktivitäten. Das Ganze könnte sich also für etliche Branchen als Nullsummenspiel erweisen. Auch mögliche Investitionen, unter anderem der öffentlichen Hand in Stadien und Infrastruktur, fehlten dann an anderer Stelle, betont Sportökonom Zimmermann vom ISM. Als eindeutigen EM-Gewinner sieht er dagegen den Europäischen Fußballverband UEFA. Die machen mit so einer EM ca. 2,4 Milliarden Umsatzerlöse, beim Reingewinn dann von über einer Milliarde. Allerdings sitzt die UEFA in der Schweiz, hat also mit der deutschen Wirtschaft nichts zu tun.
Die Effekte, die Sportereignisse wie die EM aufs Bruttoinlandsprodukt haben, müsse man ohnehin mit der Lupe suchen. Das heiße aber nicht, dass solche Events nichts bewirkten, sagt Sascha Schmidt von der WHU Otto Beisheim School of Management. Das haben wir ja schon beim Sommermärchen 2006 gesehen, dass wir uns dort als Deutscher, als ein weltoffenes, gut organisiertes und gastfreundliches Land aufgestellt haben. Und das führt natürlich zu internationalem Ansehen und kann ebenfalls dazu führen, dass man Deutschland als Reiseziel attraktiver macht und als Wirtschaftszentrum positioniert. Der Wirtschaftsmotor hierzulande hat zuletzt gestottert. Im vergangenen Jahr ist die Wirtschaft in Deutschland um 0,3% geschrumpft. Auch deshalb leide Deutschland unter einer Art mentaler Depression, sagt Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und er sieht die EM im eigenen Land als probates Mittel dagegen. Die Hoffnung der Erwartung ist schon, dass wir in Deutschland hoffentlich bald einen Stimmungswechsel sehen, dass die Menschen wieder optimistischer werden, dass die Unternehmen wieder mehr positiv in die Zukunft schauen und sagen, ja, es lohnt sich, in Deutschland zu investieren. Was der deutschen Wirtschaft einen nachhaltigen Boost bescheren könnte. Und das wäre ja dann vielleicht doch ein gewisses Sommermärchen. Oh,
tonight. We're betting up to the stars tonight. We wanna go, go.
Berlin. You, Mr. Mark, Mr. Mark, Mr. Mark. Aha, yes. You, Mr. Mark, Mr. Mark, Mr. Mark. Mm-hmm, yeah. You, Mr. Mark, Mr. Mark, Mr. Mark. Aha, Mr. Mark is such a bandit. He drives big fancy cars. We work to put him there and we can't buy his gate. When we want to see him, we hear that he's sick. Come from, we get a glimpse of him.